danke, welchen Schärfstoff haben. Es entstand 1978 die Idee, einen Film zu drehen über ein Jahr Bayern München. Ein Jahr, in dem es zum einzigen Mal in der Geschichte des Fußballs zu einer Revolution kam, die eine Mannschaft durchführte. Eine Mannschaft hat sich durchgesetzt und den Trainern ausgeschmissen, hat sich durchgesetzt und den Präsidenten ausgeschmissen, hat sich durchgesetzt, den eigenen Trainer zu wählen, den eigenen Präsidenten zu wählen und einen eigenen Manager zu wählen. Und dieser Verein lag zu Beginn dieses Dokumentarfilms da nieder. Der war so fertig, wirtschaftlich so fertig, wie Weiland, Schalke und Dortmund zusammen. Wir haben es in dieser Saison geschafft, diesem Verein neues Leben einzuhauchen. Wir haben für die zweite Wiedergeburt gesorgt, die dafür sorgte, dass wir eben diesen Verein aus den Tiefen großer wirtschaftlicher Probleme Richtung Gesundung geführt haben und die am Ende unter anderem auch zu einer Allianz-Arena und zu all den Spielern und Erfolgen führte, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erleben durften. Viel Vergnügen und ihr dürft zurück zwischendurch auch lachen, denn ich habe nichts dagegen, wenn jemand sieht, wie ich mich zum Affen mache oder der Uli, weil wir uns ständig widersprechen. Es hat irgendwas. Also, genießt das Ganze. Bis später. Haben die Ehefrauen ja gesagt zu dem Film? Also haben die gesagt, mach das ruhig? Bei uns waren die beiden nur ganz selten. Dann nur privat, wenn es was zu trinken gab oder sonst wer zu essen, wenn meine Frau gekocht hat. Aber meine Frau hätte nie, und deswegen habe ich sie in die Fragen gebracht, meine Frau hätte nie diesen Sonntagvormittag, dieses Schweinshaxenfrühstück gestaltet. Die hätte den Ersten, der irgendwo über eine gewisse Türschwelle getreten wäre, um da vielleicht zu schauen, wie es bei uns im Schlafzimmer oder sonst was schaut, die hätte man Spitz geben, den hätte es ja überschlagen bis sonst wohin. Also das wäre nicht denkbar gewesen und deswegen habe ich es nicht fragen brauchen, weil ich wusste, ich bringe dann jetzt so eine Kolonne von Neugegend nach Hause. Das war nicht denkbar. Schön. Und außerdem war natürlich ganz wichtig, dass mit Ausnahme von einigen Sequenzen unsere Kinder nicht erschienen sind und ja auch beim Uli nicht. Habt ihr denn, also nochmal zum Thema Freizeit und Fußball, wenn ihr da was hattet, also was ihr nicht versäumt habt, aber seid ihr ins Kino gegangen, habt ihr Zockerabende gemacht, was war damals? Heute ist immer was wir kennen oder denken, die sitzen an der Playstation, die, weiß ich nicht, die, was fällt denen ein, wo sind die sonst? Oder heute dürfen sie ja kaum mehr raus, werden sie fotografiert, sind sie öffentlich. Was habt ihr damals gemacht? Also wir waren auch öffentlich. Wir konnten auch dann weggehen, wenn wir wollten. Ich konnte einmal, zweimal im Monat, wenn ich zu Hause war, am Sonntagvormittag bei mir draußen im Brunntal, beim Dorfwirt, am Stammtisch Schafkopfen. Da hat keiner geschaut. Das war ganz normal. Der Breitner spielt halt wieder Schafkopf. Der Breitner ist ja auch während der Woche zweimal im Kindergarten und macht mit denen irgendwelche Spiele. Der ist in der Schule, der spielt mit denen Fußball, der macht mit denen Leichtathletik oder Sport, irgendetwas. Das war ganz normal. Wir hatten ja auch nicht das Theater, und das ist ja für mich der größte Wandel, der persönlich die Spieler trifft. Nämlich, wir hatten ja nicht die Situation, dass wir jeden Tag 20, 30, 40 Kamerateams, Rundfunkstationen und beim Training dabei haben. Wir haben ja nicht die Situation, dass du nach dem Training, so wie ich habe trainiert, bin zum Duschen gegangen, bin zur Uni gegangen und konnte dort 2-3 Stunden studieren. Das können die gar nicht, weil sie erst einmal schon eine Stunde brauchen, bis sie überhaupt an den 1.000 oder 2.000 Zuschauern, sprich Fans, vorbeikommen.
Und wenn du dann 500 Autogramme gegeben hast, dann sagst du beim 501. Ich kann nicht mehr, ich muss auch noch was anderes da, vielleicht muss ich zu meiner Frau oder zu den Kindern oder sonst wohin. Dann sagt der 501. Ja, du hast schon gewusst, du bist arrogante Sau. Uli hat den Beruf des Bundesliga-Managers erfunden. Wobei der Begriff Manager zu dem Zeitpunkt, als er Manager wurde, im April 1990, sowas von hirnrissig war, sowas von überzüchtet war, wie es überzüchteter nicht geht. Er war Nachfolger von Robert Schwan. Robert Schwan war von 1965 bis 1977 Manager des FC Bayern. Den habe also auch ich noch erlebt, von 70 bis 74. Robert Schwan hatte nicht meine eigene Sekretärin. Wir hatten bis 1974, bis ich dann nach der WM zu Real Madrid ging, hatten wir 4 Angestellte. Ein Geschäftsführer, ein Manager, eine gemeinsame Sekretärin und dann noch eine Dame, die die Außenstellen in den Paulotto und Toto Geschäften betreute, dort wo auch Eintrittskarten des FC Bayern verkauft wurden. Manager bedeutete, als Uli anfing, natürlich für die Spieler zuständig zu sein, die Verträge auszuhandeln, die dann der jeweilige Präsident unterschreiben sollte, die Verträge auszuhandeln mit den jeweiligen Mannschaften, von denen wir Spieler kaufen oder an die wir Spieler verkaufen sollten. Manager bedeutete aber auch, dafür zu sorgen, dass unser das ganze Jahr gleiche Menü, das wir aßen und das 320 Tage im Jahr, richtig zubereitet war. Wir hatten das ganze Jahr über 2 Varianten. Das war, wenn wir unterwegs waren, Mittag Rumpsteak, Tomatencremesuppe, Rumpsteak, gemischten Salat, Pommes frites, Sauce Bernays und ein Obstsalat. Am Abend haben wir statt der Tomatencremesuppe Spargelcremesuppe gehabt, statt dem Rumpsteak haben wir Filetsteak gehabt. Alles andere blieb gleich. Er war dafür zuständig, dass der Stollenkoffer richtig sortiert war. Dass die 13 mm, die 19 mm, die 16 mm Stollen da waren, dass der Trainingsanzug da war, die Schuhe da waren, dass der Bus, wenn wir irgendwo am Flughafen ausstiegen, dass ein Bus da stand zum Hotel und. Das war der Manager damals. Nur, wir reden von einer Zeit, in der wir, als der Uli Manager wurde, in der wir beim FC Bayern umgerechnet 5 Millionen Euro Jahresumsatz hatten. Und deswegen, auch deswegen, habe ich damals diesen blöden Spruch gemacht, Uli, Manager, Bundesliga-Manager, niemals, weil ich Uli kennenlernte, da war er noch 14, ich habe schon gesagt, ich 15, und er hat mir dann jahrelang, als er 16, 17, 18 war, lange bevor wir dann gemeinsam Abitur machten und zum FC Bayern kamen 1970, Vorträge halten wollen über Aktien, über Silber, über Gold, über was der Teufel was, womit er sich alles beschäftigt hat. Das war schon damals seine Welt. Finanzen und Wirtschaft. Und nachdem ich ja auch mitbekommen hatte, welche Kontakte er knüpfen konnte als Nationalspieler, als Weltmeister, war für mich der Weg für Uli klar. Das wird ein anderer Ackermann. Der wird den Weg gehen, um Vorstandssprecher der Deutschen Bank zu werden oder Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns. Das war für mich der logische Weg. Deswegen dieser Spruch, dass ich gesagt habe, der wird doch nicht in dem Bandballverein, wird der nicht Manager werden wollen. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja gar nichts. So viel zu diesem blöden Ausspruch, der sich Gott sei Dank eben nicht bewahrheitete. Und wenn wir eben dann sehen, dass wir von 5 Millionen Euro Umsatz auf über 400 Millionen jetzt gekommen sind, wenn wir vor allen Dingen, und das ist ja auch etwas, was sein großes Verdienst auch ist, wenn ich mir überlege, dass wir von ca. 5.000 Mitgliedern im Jahr 1978 auf über 200.000 heute gekommen sind, wenn wir von 30 Fanclubs damals
von 400 Fanclubs-Mitgliedern auf über 3.500 heute kommen mit über 250.000 Fanclub-Mitgliedern. Wenn wir also all diese Entwicklung sehen, dann muss ich sagen, ist das ein Weg, der einem Vorstandssprecher der Deutschen Bank gut stehen würde, diesen Weg zu schaffen, diese Erfolge zu haben. Aber der Spruch war für mich damals, der war ganz logisch, ich habe mir das effektiv nicht feststellen können, nur als Uli dann von Nürnberg zurückkam und ich gemerkt habe, er ist dabei, einen Weg zu suchen, um ein bisschen was von dem Nachleben nachvollziehen zu können, was er jetzt versäumen würde, und er war 27, als er aufgehört hat, da habe ich dann Schritt für Schritt Verständnis dafür bekommen, dass er sich mit dem Angebot, das er schon seit Wochen im Raum stand von unserem damaligen Präsident Wilhelm Neudecker, dass er sich damit intensiv beschäftigen würde. Und wir haben auch lange Zeit und intensiv darüber gesprochen und darüber diskutiert. Und dann war es seine richtige Entscheidung. Ja, ich spiele auch Fußball beim SV Kirchen-Schöring. Sauber. Kennst du den? Ob ich den kenne? Ich habe in Freilassing gespielt, hallo. Ja, und bei euch gibt es einen Bernd Dürnberger. Ja. Aha, mit dem habe ich schon in der Jugend in Freilassing gespielt. Ja, genau, ich wollt, ja, genau das, jetzt haben sie meine Frage schon beantwortet. Ja, ich wollte einfach fragen, ja, wo sie halt als Jugendspieler gespielt haben, in welchen Freilassing, da gibt es ja zwei Mannschaften. Ganz einfach, ich bin in Kolbermoor geboren und habe dort bis zu einem 10. Lebensjahr gespielt. Mein erstes gröberes Spiel habe ich laut Breitnerscher Familiensage mit 3 Jahren gemacht und bin dann 1961 zum Eintritt ins Gymnasium mit meinen Eltern nach Freilassing gezogen und bin dann in Traunstein aufs Gymnasium gegangen und habe also dann auf welches? Aufs Humanistische. Ja, wie hat denn das geheißen? Chiemgau. Ja. Du. Du, hey, dann sind wir schon 3. Du, der alte Papst und ich. Weil Benedetto hat dort auch das Abitur gemacht und ist oben in dieses Priesterseminar gegangen, in dem auch mindestens 50% von denen waren, mit denen ich in die Schule gegangen bin damals. Ja. So, und da habe ich dann ich habe 1970 Abitur gemacht. Und 3 Wochen nach dem Abitur habe ich dann beim FC Bayern meinen ersten Vertrag angetreten. Das Schönste, finde ich eigentlich, was man so mitnehmen kann von diesem Abend, ist, dass man einfach mal keinem Angst davor hat, seine Meinung zu sagen und womöglich auch anderen Menschen zuhört und denen Platz gibt, seine Meinung sagen zu dürfen. Herzlichen Dank, Paul Breitner.